Nina G. Wir haben jetzt Ende August und ich stehe vor einer der neu angelegten Weiden. Ihr habt das bestimmt gesehen, falls nicht, schaut doch mal oben ins i oder unten in die Infobox. Da habe ich euch alles darüber gezeigt und auch schon was von der Weidepflege. Denn seit dem Frühjahr habe ich diese Weideflächen wirklich mit Herzblut gehegt und gepflegt. Und jetzt sieht es schon wieder sehr gut aus. Ich mache das mal so. Das Gras steht schon wieder so hoch, dass wir jetzt entweder mähen müssten oder, was ich heute mal versuchen werde, die Pferde drauf lassen. Ich hoffe ja sehr, dass der Boden inzwischen so weit fest ist, dass die Pferde nicht einsinken und auch, dass sie mir nicht, sobald sie mal einmal ins Gras beißen, im positiven Sinne, ne, sofort die Wurzeln mit rausziehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass das klappen könnte und wenn nicht, wir werden sehen. Ich mache nebenbei nur Stalldienst und habe immer ein wachsames Auge auf die Pferde, denn diese Weidefläche sind jetzt wirklich heilig und wehe, da passiert irgendwas mit. Aber irgendwann müssen wir es testen und wie gesagt, es sieht jetzt gut aus und von daher probieren wir es einfach mal aus. Ponys! So, das war's fürs Erste. Ich bin fertig mit meinem Stalldienst und Jens macht sich auf den Weg, die Ponys wieder einzufangen. Abby ist ja ganz fein nach Hause gegangen, aber Tess will noch nicht so richtig.
Na also, es geht doch. Nach dieser Aktion habe ich mir die Wiese natürlich einmal genau angesehen. Und glücklicherweise keinerlei Hufspuren oder Bremsspuren gefunden. Die Grasnarbe ist noch voll intakt. Hier sieht man auch, es wurde abgefressen, aber alle Wurzeln sind noch da, wo sie hingehören. Wir haben also tatsächlich schon eine bestehende Grasnarbe. Das macht mich sehr froh und ich glaube, die Ponys dürfen alle drei neu angelegten Weiden einmal abfressen. Ich mähe dann nochmal nach und damit haben wir überraschenderweise, ich hätte damit nicht gerechnet, schon in diesem Jahr die erste Weideperiode auf den neu angelegten Weiden. Ich finde, das Projekt hat sich unglaublich gelohnt und ist sehr gut gelungen. So, nun hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Also dann, bis zum nächsten Mal!